Freunde, wir testen heute drei verschiedene YouTuber-Gerichte, die von diesen YouTubern selbst kreiert wurden. Unter anderem ApoLDs Burgies. Für die müsst ihr euch ein bisschen gedulden, denn wir fangen an mit Montana Blacks legendärem Nudelauflauf. Ich zeige euch, wie ich meinen Nudelauflauf mache. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe den schon mal in der Folge Persönlicher Koch gemacht. Allerdings habe ich da probiert, ihn zu optimieren. Ich werde jetzt das Originalrezept machen. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Wir können loslegen. Als erstes schneide ich einfach mal alles, schnappen uns unsere Paprika. Wird heute wirklich eine sehr entspannte Nummer und ich werde dann am Ende auch den Gewinner küren. Also das beste YouTuber-Gericht meiner Empfindung nach. Und ich sag mal so viel. Bei vielen kommen irgendwie auch so Fertigprodukte und so fort. Irgendwie sind alle immer so unfassbar überzeugt von ihren Rezepten, dass es mich wirklich auch reizt, die alle mal auszuprobieren. Ich habe auch nicht mehr so die beste Erinnerung daran, wie der Montana Black Nudelauflauf geschmeckt hatte. Also ich glaube, er war relativ nice, aber ich habe den damals für Evanyo gemacht. Also es sind alles Sachen, die wirklich super easy anzurichten sind, falls ihr sie ausprobieren wollt. Ich meine, ihr könnt natürlich auch die Originalvideos gucken, sind alle verlinkt, könnt ihr das anschauen. Aber wird auf jeden Fall eine ganz entspannte Nummer heute. Monte schneidet seine Zwiebeln einfach nur in Streifen und genauso werden wir es machen. Wirklich jede Zutat ist identisch mit denen, die Monte verwendet hat, beziehungsweise natürlich bei den anderen gleichermaßen. Und ich bin wirklich gespannt, welches der Gerichte am besten sein wird. Monte hat auch jede Menge rote Zwiebeln reingemacht, dann machen wir das auch. Ist doch klar. So, ich setze hier schon mal Wasser auf, denn die Fusilli werden anders, als es hier auf der Packung angegeben wird, 2 Minuten vorgekocht. 2 Minuten, nicht länger. Wir geben etwas Öl in die Pfanne und darin braten wir gleich das Hackfleisch knusprig an. Wir werden auch später noch interessante Moves mit Öl entdecken. Wir haben ein bisschen gelacht, als wir uns vorbereitet haben. Das geht zack, zack, also Hackfleisch rein. Wir machen übrigens die halbe Portion von Montes Version. Also wir machen halt 3 Gerichte und wollen nicht so viel, super viel haben. Das sieht übrigens krass nach einem Placement aus, ist es aber nicht, sondern es ist halt einfach, Monte hat einfach dieses Gewürz in seinem Gericht. So, die Champignons schneide ich auch noch eben. Monte hat auch einfach so zack, 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 kreuz und quer ein bisschen geschnitten. So, und dazu geben wir jetzt unsere Zwiebeln, unsere Champignons ebenfalls. Paprika kommt auch dazu. Ebenso etwas vom Mais, nämlich ganz alles. So, ein bisschen Salz ins Wasser und unsere Nudeln kommen rein. Alexa, Timer auf 2 Minuten. Dann geben wir jetzt unsere Creme Fraiche dazu. Das ist schon außergewöhnlich auf jeden Fall. Und jetzt kommt 1 halber Liter Wasser drauf. Hui, Digga. Nehmt euch auf jeden Fall eine große Pfanne, wenn ihr das selbst nachmacht. Jetzt die wichtigste Zutat. Wunderbare Ofenspirelli à la Mama Mischung. Alexa, wie viel Zeit ist auf dem Timer? Ganz wichtig, Nudeln raus. So, wenn das Ganze so aussieht, können wir uns auch schon daran machen, unseren Auflauf zu schichten. So, wir nehmen uns dann jetzt eine Schicht Nudeln, legen die unten auf den Boden. Dann nehmen wir unseren Edamer, geben den da oben drüber. Dann zieht das schon so ein bisschen Fäden. 50 Gramm steht auf der Packung und Monte benutzt 200 Gramm. Fühle ich aber, muss ich wirklich sagen. Also fühle ich sehr. Soße drauf. Ich kann auch wirklich sicher gehen, dass wir alles richtig machen. Ja, no joke. Muss 1:1 gleich sein. Ich habe das Ganze natürlich auch gesalzen und gepfeffert. Wir machen die nächste Schicht Nudeln. Schon eine spezielle Kreation, muss man echt sagen eigentlich. Ne? So, dann genau wie Monte drücken wir mit so einem Pfannenwender schön platt. So, jetzt muss das Ganze noch gratiniert werden mit Käse. Wir haben hier frischen Mozzarella, den wir in Scheiben schneiden. So, dann rüber damit. Und jetzt jede Menge Käse. Da darf man auf gar keinen Fall dran sparen, sagt Papa Monte. Dann kommt der ganze Spaß. 30 Minuten bzw. bis oben schön braun ist in den Backofen. Aber wirklich, wo wäre man mit 50 Gramm Käse hingekommen? Auf jeden Fall nicht weit. Ich freue mich. Die erste Sache, die wir heute probieren werden, ist endlich fertig. Montana Blacks legendärer Nudelauflauf. Eine halbe Portion, aber ich glaube, davon kann trotzdem eine ganze Familie essen ungefähr. Hören wir mal, ob er knusprig geworden ist. Klingt, glaube ich, ganz gut. Und ich werde mir da jetzt erstmal eine Portion rausholen. Ist schon gut, ne? Klingt schon legit. Ja, und gut. Man sieht auf jeden Fall, die Nudeln sind nochmal ein ordentliches Stück größer geworden. Also Leute, Montana Blacks legendärer Nudelauflauf. Das erste Mal, dass ich ihn in der Originalfassung esse. Also er ist auf jeden Fall schön käsig hier. Käse, da ist ein Champignon dabei. Und wir probieren. 3,1 Millionen Aufrufe. Das Rezept zu diesem Auflauf. Ich weiß gar nicht, ob der noch eine Rolle spielt bei Monte, ob der noch manchmal so im Monte-Universum überhaupt auftaucht, aber für mich ist er auf jeden Fall legendär. Also, was wirklich krass kommt und was auch wirklich das Geschmacksbild prägt, ist die Paprika. Also, die ist durch den ganzen Auflauf durchgezogen und das hat Monte ja selbst hinzugefügt. Also ist das auf jeden Fall sein eigenes Gericht, auch wenn es halt eine Tütenwürzung ist quasi. Und ich muss auch sagen, es ist halt schon ein richtig krankes Gericht, was du so schaufeln kannst. Ne? Die Nudeln sind cremig. Ich muss sagen, geiles Gericht. Also wirklich, die Nudeln sind
sind relativ weich, haben sich voll gesogen mit dieser Creme Fraiche Gewürzmischung. Dazu noch dieser Käse, der stellenweise sogar so ein bisschen knusprig ist. Ist schon echt gut. Muss aber natürlich trotzdem sagen, im Vergleich zu so einem geilen Auflauf, den du in einem guten italienischen Restaurant isst, hat der schon für mich nicht ganz so gute Karten. Also ich weiß es noch nicht, aber der ist schon echt lecker und ich kann mir vorstellen, dass der heute unter unseren drei Gerichten echt gut abschneiden wird. Ja, moin. Wir kommen jetzt zu den Apo Red Burgies. Die sollen besonders gefährlich und süß kommen. Boah, vertraut mir, Freunde. Die Apo Red Burgies mit Double Beef, Triple Cheese. Der kommt richtig gefährlich und richtig süß. Ich habe bei diesem Rezept mir selbst überlegen müssen, was macht Apo Red da eigentlich den ganzen Tag auf TikTok? Wie funktionieren diese Burger? Ich bin zum Schluss gekommen, er sagt, es sind Fitness-Burger. Deshalb habe ich Protein-Buns geholt und die sehen auch wirklich 1:1 aus, wie die, die er immer benutzt. Hier haben wir Hackfleisch. Ich glaube, es sind so eine Art Smashed-Burger. 400 Gramm, 100 Gramm pro Patty kommen, glaube ich, gut hin. So, dann wird es Zeit, die Buns anzutoasten. Die Apo Red Burgie Buns. Wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass das auch so Protein-Fitness-Buns sind, die er hat. Hier drüben in der Pfanne verteilen wir auch nochmal schön das Öl. Wir geben jetzt mittig eine Kugel hinein, Backpapier drauf und drücken das Ganze platt mit einem Topf. Wichtig, dass das Ganze den Durchmesser vom Bun hat. Boom. Zwei schöne Patties. Wir gucken hier drüben mal nach unseren Buns. Die kriegen langsam ein bisschen Toast. Dann wenden wir das Ganze auch schon. So Leute, jetzt wird es entscheidend. So, wir klappen das Ganze zu. Einfacher Cheese. So, Burgerbrötchen raus. Zack, zack. Triple Cheese. Hier drin schmilzt der Käse nochmal schön an. Ich weiß nicht genau, wie Red das macht, aber der Käse auf den Buns ist auch geschmolzen. Ich mache das jetzt einfach mit einem Bunsenbrenner. Guck mal, das ist doch typisch, wie der sich dann so nach oben neigt, ne? Und dann sind wir auch fertig. Guckt euch mal die schönen Röstaromen an. Das hier ist die Unterseite. Wir geben das Ganze, ihr seht es, perfekt genauso groß wie unser Bun. Und dann kommt darauf Mayonnaise. Gefährlich. Ketchup auf Fusion. Zack. Dann ein paar saure Gurken. Bam. Tomate. Extra dünn. Rote Zwiebeln. Und boom, Deckel drauf. Wenn das mal nicht aussieht wie ein Burgie. Wir machen jetzt noch den zweiten und dann sehen wir uns zum Essen. Hier sind sie also, die Burgies mit roten Zwiebeln, Gewürzgurken, extra fein geschnitten alles. Double Beef, Triple Cheese. Wie schmeckt wohl das am meisten gehypte deutsche TikTok-Gericht? Sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Also, ich liebe ja auch Smashburger. Triple Cheese ist auf jeden Fall eine Ansage. Man hat noch nie gesehen, wie Apo Red die gegessen hat, ne? Ihr seht zum ersten Mal, wie ein Apo Red Cheeseburger gegessen wird. Wir haben wirklich, glaube ich, genau das Bun erwischt. Super weich, Protein-Bun. Lass uns probieren. Hört sich juicy an. Boah, ist es auch. Ja? Wirklich sehr, sehr saftig. Aber irgendwie schmeckt es nicht. Irgendwas fehlt noch, glaube ich. Ich habe eine Idee. So, Freunde, dazu jetzt noch eine Folge Jojo. Ganz süß. Ganz ehrlich, Spaß beiseite, diese Burger sind wirklich gut. Dreifacher Käse, Zubereitung, im Prinzip halt ein Smashed-Burger, der immer geil ist. Aber ich verstehe auch den Hype darum, weil als ich das erste Mal Smashed-Burger entdeckt habe, war ich auch so, ich habe alle eingeladen, ich habe es für alle gemacht, ist einfach geil. Triple Cheese gibt auf jeden Fall die Cremigkeit, ist glaube ich auf jeden Fall einer der Favoriten. Montes Nudelauflauf war auch echt gut, aber das ist schon echt stark. Die dritte Sache, die wir rausgesucht haben, ist aber auch stark, deshalb würde ich sagen, damit machen wir jetzt weiter. Und wir kommen auch zur letzten Mahlzeit, nämlich dem Dougie B Crunch Wrap. Der wurde mir von euch vorgeschlagen auf Instagram, deshalb habe ich den hier auch noch mit reingenommen. Wir schnappen uns einen Tortilla, legen eine Schüssel drauf und schneiden daraus einen kleinen Tortilla. So funktioniert das Ganze nämlich gleich. Man hat seinen großen Tortilla, seinen kleinen Tortilla und dazwischen kommt das ganze Filling. Dann wird das so drauf gefaltet, wird sehr, sehr nice. Wir schmeißen erstmal den Herd an. Ich habe es ein einziges Mal gegessen in Indianapolis bei Taco Bell. Es gibt einige lustige Dinge in dem Video von Dougie und Eugen. Wir geben erstmal Olivenöl zum Braten in die Pfanne und dann, das macht der Eugen so, salzen wir das Olivenöl. Ja, habe ich bisher auch noch nicht gesehen, aber wir wollen die authentische Experience. Dann müssen wir, da hat Dougie gesagt, es ist nicht so wichtig, aber wir machen es trotzdem, unser Hackfleisch zu einer Platte formen. Herd so auf 3/4 der Hitze. Wir arbeiten auch hier wieder mit ein, zwei Fertigprodukten, nämlich einer fertigen Käsesoße und fertigen Nachos. Wir machen das ganz original. Wärmen jetzt ein bisschen die Käsesoße auf. Pfanne hat jetzt auch Temperatur bekommen. Unsere riesen Bulette braten wir jetzt quasi einmal an. Und wirklich wichtig ist, das Ganze heißt Crunch Wrap, dass wirklich
alles kräftig gebraten ist und schön Kruste bekommt. Weil das muss man ihnen lassen, wirklich, als das am Ende getestet wurde, hat so richtig so, man hat so gehört, da ist wirklich Crunch da. Und das müssen wir erzielen. Nach einer gewissen Zeit, wenn das Ganze schön braun karamellisiert ist, flippen wir das Ganze. Ja, er hat mir nicht vertraut und ist weggegangen, aber... Und du wolltest mich failen sehen, aber nein. Etwas Curry, etwas Salz noch dran, quasi als Gewürzmischung. Die haben so eine Gewürzmischung, so eine fertige, die die irgendwie immer benutzen zu können. Die habe ich jetzt nicht gefunden, aber mein auch im Video, man soll dann einfach sonst Curry und Salz benutzen. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Zusammenbauen. Aber das machen wir genauso wie im Video. Hier unser knusprig gebratenes Hackfleisch geben wir unten auf unseren Tortilla. Dann kommt jetzt unsere Käsesoße drauf. Das Kranke ist halt, wir haben Käsesoße und Käse. Darauf kommen jetzt für den Crunch, daher auch Crunchwrap, unsere Tortillas. So, hier oben drauf haben wir jetzt einmal Creme Fraiche gemacht. Im Video ist einmal Creme Fraiche, einmal Sour Cream. Wir haben uns einfach für Creme Fraiche entschieden, weil es war ein bisschen missverständlich. Danach kommt jetzt Guacamole. Die ist natürlich selbst gemacht, einfach aus Tomate, Avocado und Zwiebeln. So, dann etwas Eisbergsalat. Wenn man will, kann man jetzt noch Jalapenos draufpacken. So, und zum Schluss, das Ganze ist jetzt gut verteilt. Ich habe es ein bisschen zusammengedrückt. Und jetzt können wir beginnen mit der Falltechnik. Wir falten zuerst eine Ecke rein, dann falten wir eine hinterher, dann die nächste. Dabei halten wir das Ganze schön fest. Das Wichtige ist, dass es jetzt so in die Pfanne rein wird. Genau, kopfüber quasi. Ja. So, das werden wir nämlich genau jetzt machen. Also unseren Crunchwrap kopfüber in die Pfanne legen. Und so backt er jetzt quasi zusammen. Ja? Das war's schon. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Schön getigert von unten, von oben auch schön braun. So sieht's aus. So Leute, es wird Zeit für Dougies Crunch Wrap. Ich hoffe, wir haben das vor allem mit dem Crunch gut hinbekommen. Weil ein Wrap ist auf jeden Fall. Probieren wir. Juicy. Mhm. Auf jeden Fall, der ist gut gefüllt. Die Nachos haben ihren Crunch schon voll verloren. Das dachte ich mir aber auch. Ich meine, die liegen halt auf dieser Käsesoße. Ich finde, man schmeckt auch ein Stück weit, dass da viel Industrie drin ist, weißt du? Das muss man sagen, der Texturunterschied so von dem knusprigen Äußeren, dem weichen, saftigen Inneren ist schon sehr geil. Bin mir auch sicher, dass das ein geiles Format ist, so ein Crunchwrap. Da kannst du bestimmt auf so einer Kochebene so ein bisschen höher treibst, ist das übelst geil. Ich würde aber fast sagen, ich esse das jetzt mal auf, chill ein bisschen und dann komme ich zu meinem Ranking von den drei Gerichten. Kommen wir zur Bewertung. Welches ist das geilste Gericht von denen, die wir heute gekocht haben? Wir fangen von unten an und der zweite Platz ist doppelt belegt von Crunchwraps mit dem legendären Nudelauflauf, weil die machen beide Sachen sehr gut, aber auf der anderen Seite ist das einfach so ein industrieller Geschmack, so der von den fertigen Komponenten da reinkommt. So wie es da steht, teilen sich die beiden Platz 2 und auf Nummer 1 sind die ApoLD Burgies, die sehr gefährlich dahergekommen sind und einfach süß kamen mit der Folge Jojo. Nee, ich sag wirklich, die sind super, natürlich auch nicht besonders gesund, auch wenn ApoLD die manchmal als Fitnessburger bezeichnet, aber es war lustig heute. Props auf jeden Fall an alle, die sich da ein eigenes Rezept überlegt haben. Ich finde, das ist gar nicht mal so leicht, sich was Eigenes zu überlegen. Deshalb, auch wenn ich nicht alles krass abgefeiert habe, Respekt dafür. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und macht's gut. Ciao.